Hi, Indira. Hallo. Unser internationaler Gast. Willkommen in Berlin. Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr cool. Oh, Jede. Dich kennt man doch sonst nur von der ersten Mannschaft. Was machst du hier? Oder was machen wir hier? Eigentliche Anstammung hier in der zweiten Mannschaft hinter mir. Regionalliga, 10. Punktspieltag. Wir spielen gegen Bremen. Ist alles knapp. Zur Zeit steht es 1-1. Wichtiges Game. Wir brauchen eure Zustimmung, eure Unterstützung. Also, Vollgas. Was ist die Prognose? Sieg. Tschüss. Nice! Wie war dein Game gerade? Das Ergebnis war gut. Das Spiel selber war schwierig. Ich hab da ein paar Leckerbissen auf. War nicht so der Leckerbissen. Ne? Die schlimmsten Bälle waren, wenn er einfach hoch, kurz in die Mitte kam. Wenn man sich gezeigt hat, dann. Netz. Aber ein Dirty Win ist immer noch okay. Wo wir hier nicht so abschließen können. Nein! Natürlich! Ich dachte, wir machen das auch. Oi! So, Sonntag, ca. 12.45 Uhr, auf dem Weg zur IBT, zum Derby. So, hier, Indira, was geht? Hallo, ich freue mich, heute zu spielen. Das war jetzt ja, nicht geplant. Jo, stell dich kurz mal vor, wer bist du, wo kommst du her? Also hallo, ich bin Indira, ich komme aus der Schweiz, ich komme aus Lausanne und ich spiele heute gegen den EGBT Berlin. Nice. Ein Doppel wahrscheinlich. Nice, schon unsere Aufstellung hier preisgegeben, aber ist okay. Knallen wir aber weg aus der Halle, oder? Wie hat sie gefallen? Du bist ja gestern schon... Ja, also die Gruppe ist echt cool, die Leute sind witzig, ja. Ich fühle mich hier echt gut. Wie hat die zweite Mannschaft gestern performt? Ja, die waren echt gut. Echt? Hier, Lin Yu, unser Doppelmix-Spezialist aus der... Du hast keine richtige Mannschaft, oder? Stammspieler. Master-Reserve. Shit. Was hast du für ein schönes Shirt an, Mann? Aus dem Mauerpark. Ja, so sieht es auch aus, als ob es wirklich schön ist. Das ist ein Cup. Besser ist es, wenn das öfter wäre. Das ist so einmal. Zum Glück. Ja, Sahul denkt auch, dass er immer Videos machen kann und dass keiner beobachtet, wie er Videos macht. Aber behind the scenes, so sieht er aus, wenn er aufnimmt für YouTube. Ja, also. Von der Körperspannung ist das schon ganz gut, was er da immer abliefert. Ja. Sonst grundsätzlich natürlich vom Winkel und so kann man ein bisschen was machen, aber gute Arbeit an sich. Ja. Dann ist es in der Regel auch so, dass er mehrere Leute gleichzeitig fragt. Ja, so ein bisschen Vorbereitung. Ja, wie wird es heute laufen? Ja, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen, kommt immer später. Dementsprechend ist das hier knallharte Vorbereitung des YouTube-Videos. Material wird gesammelt. Viele Grüße, würde ich sagen, oder? Und zu Gast in der Samariterstraße der SVB.
auch einige Zuschauer da, einige Unterstützer der Brauerei, und wir zeigen denen, wer die Chefs hier in Berlin sind. Und dann habe ich hier noch eine Frage. What time is it? Get the roof! Berliner, ganz kurz, du warst ja schon weg, oder? Ja. Warum bist du schon wieder hier? Ich habe meinen Rucksack vergessen. Ah, aber du wohnst natürlich um die Ecke. Und wie war das Derby für dich? Schalalalala! Es war so spannend.
Hat Spaß gemacht? Ja. Sehr gut, sehr gut. Jutti, Willine, wir sehen uns beim Training, wa? Boom. Yo, Lea, yo, Indira. Kurz bitte einmal das Spiel zusammenfassen. Aus Sicht des SVBBs. Also ich würde sagen, insgesamt ist es doch relativ ganz gut. Relativ gut für uns gelaufen, um mit uns bereit, viel herauszugehen und einen Punkt mitzunehmen. Woran es da spezifisch gelegen hat, natürlich, dass wir guten Damen-Support hatten. Und natürlich auch, dass die Fans lautstark angefeuert haben. Und so zahlreich erschienen. Ja, es war echt gute Spiele. Die Stimmung war auch unglaublich gut. Es hat mich auch echt gefreut, hier zu sein. Leider könnte ich nur einen Punkt in Doppel nehmen. Also einen Punkt in Doppel nehmen, aber nächstes Mal von den beiden. Kommst du wieder anscheinend dann? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Korrekt. Cool, Dankeschön.